Der Deutsche betet regelmäßig. Fast die Hälfte der Deutschen betet überhaupt nie. So geben es jedenfalls die von Meinungsforschern Befragten selbst an. Der italienische Ordensmann Hermes Ronchi würde diese Aussagen wohl anzweifeln. Beten ist menschlich, heißt sein neues Buch. Und tatsächlich hält er das Beten nicht nur für einen bewussten Akt religiöser Menschen, sondern für einen Grundvollzug des Menschseins überhaupt. Beten ist der mehr oder weniger ausdrückliche Wunsch, jemand möge das Verlangen, das dem Leben innewohnt, stillen, schreibt Ronchi. Das soll nun aber keine erschöpfende Definition des Betens sein. Beten ist nach Ronchis Überzeugung etwas derart Umfassendes und Komplexes, dass eine systematische Abhandlung unmöglich ist. Sein Buch erzählt vielmehr von der Erfahrung, die Menschen mit dem Beten seit Jahrtausenden gemacht haben. Nicht zuletzt natürlich Jesus selbst, der immer wieder zum Gebet auffordert und in zahlreichen Gleichnissen darüber spricht. Ronchi spart dabei auch schwierige Fragen nicht aus. Soll man im Gebet überhaupt bitten? Einerseits sagt Jesus doch, wir sollen nicht viele Worte machen. Unser himmlischer Vater wisse schließlich schon, was wir brauchen. Andererseits enthält dann gerade das Vaterunser 7 Bitten. Für Hermes Ronchi kein Widerspruch. Jesus lehrt uns damit nämlich vor allem, um das Wesentliche zu bitten. Sehr oft bitten wir in unseren Gebeten nämlich um viel zu wenig. Und was ist, wenn unsere Bitten nicht erhört werden? Ronchi antwortet auch hier auf überraschende Weise und meint, wir sollten zunächst einmal die Frage umdrehen. Hören denn wir Gottes Bitten? Letztlich geht es beim Beten vor allem um Vertrauen. Wir dürfen Gott um alles bitten, auch um konkrete Dinge. Wir sollen es sogar tun. Gleichzeitig sollen wir aber darauf vertrauen, dass Gott auch dann seine Verheißungen erfüllt, wenn er unsere konkreten Bitten nicht erhört. Und wir sollten bedenken, dass es für uns durchaus auch wertvoll sein kann, wenn nicht alle Bitten erhört werden. Wem alle Wünsche erfüllt werden, der läuft nämlich Gefahr, hinter den einzelnen Gaben den Geber zu vergessen, der doch das Wichtigste und das Einzige ist, was wirklich dauerhaft Erfüllung zu geben vermag. Wer sich noch kaum mit dem Thema Beten auseinandergesetzt hat, wird überrascht sein, wie vielschichtig es sich hier präsentiert. Aber auch wer sich schon lange damit beschäftigt, wird in diesem Buch noch Neues und Überraschendes finden.